Ich grüße Sie herzlich zum Live-Webinar Automatische Prozessoptimierung mit Mesh Twin Learning von PGS Software und Big Data Insider. Mein Name ist Nico Litzel, ich bin Chefredakteur von Big Data Insider. Ja, die Smart Factory beginnt mit dem Digital Twin, also mit der digitalen Abbildung eines physischen Objektes. Aber die wahren Vorzüge eines Industrie 4.0 Konzepts lassen sich nur mit Hilfe einer smarten Vernetzung des sogenannten Mesh Twin Learning erreichen. Das sagt unser heutiger Gast, Lucian Romkowski. Herr Romkowski ist Business Analyst Manager bei PGS Software. Hallo, Herr Romkowski. Hallo, ich grüße Sie. Ja, nach Herrn Romkowskis Vortrag haben wir eine Fragen- und Antwortenrunde eingeplant. Wie gesagt, Sie finden den Chat in unserem Bereich. Bitte posten Sie Ihre Fragen. Ja, damit kommen wir auch schon zum Herrn Romkowskis Vortrag. Wie Mesh Twin Learning, warum das so wichtig ist für die Smart Factory, das erfahren wir von Herrn Romkowski. Hallo, Herr Romkowski. Kann ich schon die Präsentation sharen? Technik? Ja, ja, ich denke, klar. Ja, Sie können die Präsentation starten. Okay, ich mache das schon. Sehen Sie meinen Bildschirm? Ja, wunderbar, danke. Okay, noch einmal, hallo und herzlich willkommen zu unserem Webinar über Mesh Twin Learning. Wie gesagt, heute vielleicht kurz über mich. Ich heiße Lucian Romkowski, ich bin ein Business Analyst Manager bei PGS Software. Ich bin über 8 Jahre mit dem DACH-Region verbunden, speziell mit den deutschen Unternehmen. Ich habe mehrere Projekte implementiert und realisiert für verschiedene Branchen. Zusammen mit mir ist mein Kollege, mein englisch sprechender Kollege Adam Gurgul. Adam? Hello, I'm data scientist at PGS Software and I'll be happy to answer your technical questions at the end of the webinar. Okay, thank you Adam. Heute wollen wir erläutern, wie ein Mix aus modernen Technologien, das meiste aus digitalen Produktionsmethoden herausgeholt werden kann. Diese Lösung nennen wir Mesh Twin Learning und sie löst die technischen Herausforderungen der Digitalisierung, wie zum Beispiel Interoperabilität, Konnektivität und Solution Management. Wie wollen wir es erreichen? Wir haben eine entsprechende Agenda. Erstens präsentiere ich Ihnen Zahlen und Fakten zu Smart Factories. Nach einer kurzen Erklärung von Digital Twins erläutere ich, wie das Konzept im Rahmen von Industrie 4.0 bereits angewandt wird und was möglich ist, so generell. Dann spreche ich über Mesh Twin Learning und welche Vorteile die Lösung mit sich bringt. Und schließlich komme ich auf 2 Fallstudien zu sprechen, für die Mesh Twin Learning bereits entwickelt wurde. Bevor wir starten, wollen wir die erste Polling-Frage hier stellen. Ja, meine Damen und Herren, die erste Frage ist, glauben Sie, dass Smart Factories für die Zukunft Ihres Unternehmens maßgeblich beeinflussen werden? Ja, die ersten Fragen kommen rein. Bitte nehmen Sie Ihre Maus, nehmen Sie teil an der Abstimmung. Herr Romkowski, was meinen Sie? Haben Sie eine Idee, in welche Richtung es gehen wird? Ja, sehr oft hören wir, dass es keine Pläne gibt. Manche Firmen sagen, ja, wir haben Pläne, aber noch keine konkreten Maßnahmen. Wir gehen schon irgendwelche Richtung, aber wir suchen von Konsultanten und Unternehmen, die uns damit helfen. Nicht viele sagen, wir haben schon konkrete Maßnahmen getroffen und wir machen es. Ja, natürlich, es gibt ein paar Pilotprojekte. Ich werde gleich darüber sprechen, aber generell, ich würde sagen, es startet sehr oft. Das heißt, die meisten Unternehmen sind noch ganz, ganz am Anfang und haben noch keine konkreten Pläne. Vielleicht haben Pläne, aber haben noch nicht gestartet oder machen nur Pilotprojekte als einen Anfang und Startprojekte, so würde ich sagen. Okay, wunderbar. Damit würde ich die Umfrage gerne beenden. Können wir die Ergebnisse einblenden?
Gut, dann würde ich vorschlagen, Herr Ronkowski, machen wir weiter mit dem Vortrag. Okay. Sehr oft, wenn ich mit Kunden spreche oder Artikel lese, kommt mir vor Augen eine Frage: Ist Smart Factory ein Hype oder ist das eine Realität? Diverse Studien zeigen, dass Hersteller fest von den Vorteilen der Industrie 4.0 und der Digitalisierung überzeugt sind. Aktuell starten viele Unternehmen, wie gesagt, Pilotprojekte und Digitalisierungsinitiativen. Doch oft steht es noch nicht fest, was nur Wunschgedanke und was tatsächlich greifbar ist. Industrie 4.0 und Smart Factory sind seit einigen Jahren bereits ein viel diskutiertes Thema und man hört stets, dass sie die Welt verändert werden. Studien und Untersuchungen bestätigen, dass die Digitalisierung stetig vorangetrieben wird. Laut Deloitte und Manufacturers Alliance for Productivity and Innovation geben Hersteller immer mehr für die Digitalisierungsprojekte aus, wie Sie hier auch sehen. In 2019 sind 30% der globalen Budgets für Smart Factory-Projekte vorgesehen und 58% der Produktionsunternehmen planen eine Erhöhung des Smart Factory-Budgets um 13% in 2020. Es wird allgemein angenommen, dass die digitalen Produktionsvorgänge die Branche grundlegend verändern werden. Auch laut Deloitte-Studie glauben mehr als 80% der Befragten, dass Smart Factories in den nächsten 5 Jahren als erste die Entwicklung in der Fertigungsbranche maßgeblich vorantreiben und die Herstellungsmethoden physischer Produkte grundlegend verändern werden. Und hier bitte ich um die zweite Polling-Frage. Ja, meine Damen und Herren, wir würden gerne von Ihnen wissen, welches Ziel wollen Sie mit Smart Manufacturing erreichen? Möchten Sie Ihre Produktivität erhöhen, die Kosten reduzieren? Verfolgen Sie eine vorausschauende Wartung oder versprechen Sie sich Energieeinsparungen? Bitte nehmen Sie jetzt an der Umfrage teil. In diesem Bereich hören wir sehr viel von Kunden. Da würde ich sagen, diese 4 sind die meisten, die wir hören oder die Projekte, die wir schon realisieren oder realisiert haben, waren, um diese Ziele zu erreichen. Aber generell hört man sehr verschiedene Ziele. Unsere Vorgehensweise ist folgend. Für uns das Wichtigste ist das Ziel von den Unternehmen und den Kunden. Wie ist ihre Erwartung? Und danach sprechen wir über die Ziele und wie kann man die erreichen. Das spiegelt auch das Umfrageergebnis wider. Es ist relativ ausgeglichen. Die Energieeinsparungen scheinen, obwohl wir in Deutschland sehr hohe Strompreise haben, eine untergeordnete Rolle zu spielen. Aber ja, Produktivität, Kostenreduktion und Predictive Maintenance, das sind so die wichtigsten Bereiche. Gut, damit würde ich die Umfrage gerne beenden und weiter geht's mit dem Vortrag. Sehr interessant ist auch, dass die Unternehmen, die investiert haben, sehen jetzt die Effekte und Ergebnisse. Die Erfahrungen frühzeitiger Anwender zeigen, dass die Digitalisierung viele Vorteile für die Fertigungsbranche mit sich bringt. Laut KPMG werden Industrie 4.0 Technologien bereits genutzt, zum Beispiel in der britischen Automobilindustrie. Echtzeit-Datenaustausch innerhalb der Lieferkette und verschiedene Formen von Echtzeit-Datenanalytik sind die häufigsten Nutzbeispiele. Hersteller, die bereits Erfahrung mit Smart Factory-Initiativen haben, berichten zweistelliges KPI-Wachstum, zum Beispiel bis zu 80% genauere Prognosen. Die Smart Factory bietet einen sehr hohen Mehrwert, darunter erhöhte Produktivität, Qualitätsverbesserung oder reduzierte Kosten. Alle diese Vorteile werden wirklich greifbar, wenn eine digitale Kopie des Werkes erstellt ist und das Endziel eines gesamten Fabriknetzwerks. Wenn wir über die digitale Kopie des Werkes reden, stellen wir uns die zweite Frage: Was ist Digital Twin? Warum Digital Twin mit Smart Factory verbunden ist
und warum startet alles mit Digital Twin? In jedem Szenario bildet Digital Twin das Rückgrat der digitalen Fabrik, wie Sie auch auf dem Bild sehen. Es handelt es sich um eine dynamische digitale Abbildung historischer und aktueller Verhaltensweisen eines physischen Objekten oder Verfahrens, anhand derer die Leistung der Anlage optimiert werden kann. Digital Twin basiert auf groß angelegten kumulativen Echtzeitdatenmessungen. Laut Gartner werden rund die Hälfte aller großen Industrieunternehmen bis 2021 Digital Twin-Lösungen anwenden und so ihre Produktivität um 10% steigern. Digital Twins stellt einen revolutionären Trend dar, da der einen tiefgreifenden Einfluss auf die Entwicklung der digitalen Transformation und IoT-Umgebungen in den nächsten 5 Jahren haben wird. Und wir können ein paar Faktoren hier nennen. Wie vorhin gesagt, die digitale Welt wird eine immer detaillierte Darstellung der physischen Welt und wird ein Teil dieser Welt. Das erzeugt neue Geschäftsmodelle und digitale Ökosysteme. Nehmen wir zum Beispiel die Digital Wind Farms von GE Electric. Milliardenanlagen werden bereits als Digital Twin abgebildet. Dynamische Softwaremodelle, physische Anlage oder komplexe virtuelle Prototypen ganzer Systeme. Physische Daten, die Grundlage eines Digital Twins, der dann real existierende oder prognosierte Bedingungen analysiert oder auch simuliert, der auch auf Veränderungen reagiert oder die Leistung verbessert. Ein nächster Faktor, Digital Twin funktioniert als Alternative für die Verbindung zwischen Spezialisten, zum Beispiel nehmen wir Technikern und traditionellen Überwachungs- und Kontrollgeräten wie Manometer. Wir können auch nicht vergessen, dass ein kultureller Wandel mit der Verbreitung dieser Technologie einhergehen muss. Das ist sehr wichtig, weil letztendlich wird Digital Twinning von physischen Anlagen in Kombination mit digitalen Repräsentationen von Objekten, Umgebungen, Menschen, Unternehmen und Verfahren eine immer detaillierte Abbildung der realen Welt erlauben, bessere Simulationen bekommen, Analysen oder Kontrollen. Der häufigste Ansatz bei Digitalisierungsprojekten in Produktionsstätten ist es, klein anzufangen, mit einem klaren, definierten Ziel vor Augen. Deswegen haben wir auch diese zweite Polling-Frage gestellt. Das ist sehr wichtig. Selbst die Darstellung einer einzigen Anlage kann zu großen Verbesserungen führen. Insbesondere, wenn die Anlage eine maßgebliche Rolle im Produktionsverfahren spielt. Ein Digital Twin einer individuellen Anlage ermöglicht eine Mehrzahl von Verbesserungen. Einfache Optimierungen wie Echtzeitdatenvisualisierung, die zu einer schnelleren und besser informierten Echtzeitentscheidungsfindung führen kann. Aber auch komplexe Verbesserungen wie vorausschauende Wartung, bei der Fehler erkannt und behoben werden kann, natürlich bevor sie eine Auswirkung auf Abfälle haben. Digital Twins verschiedener Anlagen als Teil derselben Produktionslinie erlauben den gesamten Ablauf als Digital Twin festzulegen und so kann man das Verfahren selber optimieren. Wenn die Digital Twins von vielen Produktionslinien kombiniert werden und ein ganzes Werk als Digital Twin vorliegt, kann diese Leistung des gesamten Werkes erhöht werden. Das Endziel, wie auch auf dem Bild, ist ein Netzwerk von digitalen Fabriken und Lieferketten, die miteinander Daten austauschen, wir sagen immer, die zusammen reden.
Solch eine komplexe Lösung ermöglicht eine noch nie dagewesene Leistungsoptimierung. Echtzeitansicht der Netzwerkbetriebe, Bestandsoptimierung, maschinelles Lernen, AI-gestütztes Delivery Routing und Kapazitätsmanagement. Generell, es sind derer keine Grenzen gesetzt. Hier bitte die dritte Polling-Frage. Meine Damen und Herren, die dritte Polling-Frage, wir würden gerne von Ihnen wissen. Auf welcher Ebene nutzen Sie Digital Twin? Auf der Ebene individuelle Anlage oder Produktionslinie, Fabrikebene oder schon Fabriknetzwerk? Hier kann ich auch einen kurzen Kommentar geben. Es sind schon verschiedene Firmen auf der Welt, die schon Pilotprojekte oder schon weiter mit dem Fabriknetzwerk sind. Aber generell sehr oft auch auf dem Dachmarkt, auch von verschiedenen Konferenzen hören wir, dass es auf der Produktionslinie ist. Manche haben es schon auf der ganzen Fabrik, das heißt digitale Twin der ganzen Fabrik. Ja, vielen Dank für Ihre Teilnahme an der Umfrage. Herr Romkowski, bitte. Okay. Nennen wir ein paar Beispiele von Digital Twins auf verschiedenen Ebenen. Twins von Bestandteilen. Hier werden Sie frühzeitig vor Problemen gewarnt und über die tatsächlichen Fehler, auf die Sie stößen werden, informiert. Oder Twins von Produkten. Die Restlebensdauer eines Assets kann zu geringeren Wartungskosten optimiert werden. Twins von Prozessen, die erlauben eine Optimierung der Außendiensttechniker, um die Auslastung zu maximieren. Oder Twins von Systemen, innerhalb vieler Key Performance Indicators, da meine ich KPIs, können Sie optimieren und Dinge wie Umsatz gegen die verbleibende Lebensdauer des Systems oder Wartungskosten abwenden. Und hier auch eine sehr gute Polling-Frage. Bitte die nächste Polling-Frage. Welche Hürden existieren für Sie auf dem Weg zum Smart Manufacturing? Ist es die alte Maschinerie, verschiedene Kommunikationsstandards, Konnektivität oder die Projektpriorisierung? Bitte nehmen Sie jetzt teil. Was ist da Ihre Einschätzung, Herr Romkowski? Wohin wird, was ist so, sind die Schwierigkeiten Ihrer Kunden? Wissen Sie, ich hoffe, es sind viele Hörer, die aus dem Dachmarkt kommen. Speziell in dem Dachmarkt hören wir oft, dass es verschiedene Maschinen gibt und die sind sehr alt. Da können wir auch helfen. Ich werde darüber auch am Ende ein bisschen sprechen. Aber ich würde sagen, auf dem Dachregion sprechen wir sehr, sehr oft darüber, diesen Punkt 1, alte Maschinerie und verschiedene Maschinerie. Generell Konnektivität schon in diesen Jahren ist nicht so ein großer Problem. Oder die Firmen sagen, nein, ja, manchmal haben wir es, aber nicht so oft. Verschiedene Kommunikationsstandards, das ist etwas, das wir irgendwie ja, behoben können und wir können auch ein paar unsere Erfahrung hier teilen und sagen, wie kann man darüber gehen. Und natürlich Projektoptimierung, das ist eine separate Sache, würde ich sagen, weil das hängt von das Unternehmen und von Leuten, mit denen wir sprechen. Manche haben die Macht, um die Priorisierung so groß zu machen, manche nicht. Deswegen müssen Sie intern mit den Leuten sprechen. Ja, damit würde ich gerne die Umfrage beenden. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Bitte schön, Herr Romkowski. Okay. Digitale Produktionsstätten eröffnen eine große Anzahl von Innovations- und Optimierungsmöglichkeiten. Aber wie die meisten sogenannten bahnbrechenden Konzepte, werden sie von bestimmten Hürden begleitet. Es gibt da verschiedene
Geschäftshürden, nämlich die Definition einer Digitalisierungsstrategie und die Auswahl der Initiativen, sowie auch technische Herausforderungen wie die Frage, welche Technologien und Architekturen man nutzen sollte und wo die Daten gespeichert werden und so weiter. Das hören wir sehr, sehr oft von Kunden. Man sollte denken, dass bei es in sogenannten Greenfield-Projekt einfacher sein kann, aber die Umsetzung der digitalen Produktionsstätte ist auch hier eine Herausforderung. Doch meisten Smart Factory Projekte befassen sich mit bestehender Fabriken und nicht mit der Planung und Konstruktion komplett neuer Werke. Die Firmen wollen nicht investieren in neue Werke, sondern die wollen etwas schon auf der existierenden Fabrik erstellen und machen und von diesem Punkt starten und die Pilotprojekte zu realisieren. Aus Erfahrung wissen wir, dass die Unternehmen möchten das meiste aus existierenden Anlagen und Bestand rausholen. Das macht die Umsetzung allerdings noch komplizierter, denn bestehende Werke bringen Folgendes mit sich. Eine Mischung aus Anlagen von alten, noch funktionierenden Maschinen, die Retrofitting brauchen, zu modernen Geräten, die bereits mit IoT-Sensoren ausgestattet sind. Das Ergebnis ist eine Mischung aus Kommunikationsstandards, Datenformate und mehr. Zusätzlich sind hochperformante Internetverbindungen nötig, um die riesigen Datenmengen auszutauschen. Das sind Sachen, die sehr oft auf den Produktionsstätten fehlen. Das sind die Herausforderungen, die wir sehen und sehr oft hören. Wenn wir über alle diese technischen Herausforderungen hören, dann wie können wir alle diese Herausforderungen meistern? Unsere Lösung ist Mesh Twin Learning. Schauen wir uns den Ansatz mal genauer an. Mesh Twin Learning, was ist das? Das ist ein smartes Fabriknetzwerk, in dem Digital Twins auf ganzer Linie umsetzbar sind. Schauen wir uns an, wie die Lösung aufgebaut ist und wie sie die Anforderungen der modernen Welt meistert. Betrachten wir es aus der Perspektive einer High-Level-Architektur. Wichtige Handlungen und Abläufe werden in drei Hauptbereichen ausgeführt, wie Sie auch hier sehen. Edge-Geräte, Cloud-Infrastruktur und Machine-Learning-Modelle. Das obige Diagramm, die Sie auch sehen, zeigt eine vereinfachte Lösung, die an die werkseigenen Fertigungslinien angeschlossen ist. Sprechen wir ein bisschen über diesen Beispiel. Die Produktionsnester in jeder Produktionsstätte sind mit dedizierten Edge-Geräten integriert. Sie folgen den Standards des Industrial Internet of Things. Jedes Gerät führt mehrere Daten- und Machine Learning-bezogene Dienste aus, die alle unter der Aufsicht eines Echtzeitbetriebssystems laufen. Die von diesen Maschinen gesammelten Daten werden über Managed Services und sichere Protokolle, wie zum Beispiel VPN-Verbindungen oder Zertifikate, an die Cloud übertragen und verschickt. Dieser Cloud-Bereich ist vor allem zuständig für die Virtualisierung eines Maschinenstatus, alle Parameter, mit Hilfe einer Farm mit Digital Twins. Wir nennen es Device Shadows Farm. Für was noch zuständig? Versorgung der Analysemaschine, die eigentlich der Data Lake für die Machine Learning Engine ist. Alles ist so miteinander verbunden, dass Informationen in nahezu Echtzeit hin und her gereicht werden, einschließlich der Aktualisierung von Diensten und Modellen, die auf Edge-Geräten bereitgestellt werden, und alles läuft per OTA-Updates. Wir können beliebig viele Edge-Geräte an die Cloud-Infrastruktur anschließen und eine unbegrenzte Anzahl von Prozessen und physikalischen Geräten digitalisieren. MTL, da meine ich Mesh Twin Learning, nutzt
das ist keine Technologie, die nutzt folgenden Technologien. Als erstes IoT, Sensoren und Geräte, die mit industrieller Software miteinander verbunden sind. Die Konnektivität ermöglicht Datensammlung, Datenaustausch und Datenanalyse. Edge Computing, eine Art Systemarchitektur, bei der Datenspeicherung und Rechenkapazitäten an besonders geeignete Orte verlegt werden. Dies wird durch besondere an das globale Netzwerk angeschlossene Geräte unterstützt, die verteiltes Rechnen mit sofortigem Zugriff auf die Ergebnisse und nahtlose Kommunikation mit Cloud-Ressourcen ermöglichen. Natürlich Cloud auch, als ein großes Netzwerk vernetzter Datenzentren, die als gemeinsames Ökosystem funktionieren und die erforderlichen Ressourcen, die Rechenleistungen und die Dienstleistungen bieten, um die Apps zu betreiben oder Inhalte an Endnutzer zu liefern. Digitale Zwilling, da meine Digital Twins, wie vorhin gesagt, eine virtualisierte Kopie eines Geräts, einer Komponente oder eines Lebewesens. Maschinales Lernen, ein Konzept, das Kapazitäten entwickelt, um automatisch zu erlernen und Erfahrungen in Apps umzumünzen. Es arbeitet mit den verfügbaren Daten, ohne speziell als Reihe statischer Verhaltensmuster implementiert zu werden. Data Science natürlich auch, ein Set an wissenschaftlichen Methoden und natürlich auch Techniken, um Wissen aus der Umgebung zu extrahieren und strukturierte wie auch unstrukturierte Daten aus allen verfügbaren Quellen zu nutzen. Das hilft, alle Entscheidungen, Vorhersagen oder die Unternehmensführung betreffender Prozesse zu unterstützen. Und am Ende Mesh, das ist ein Ansatz zur Entwicklung, Skalierung und zum Management von verteilten Ökosystemen. Wichtig ist, dass der Schwerpunkt liegt auf Sicherheit, Konnektivität und Zuverlässigkeit der entwickelten Architektur, um die Notwendigkeit zur Aufteilung von Vermögenswerten zu senken und stattdessen Funktionen, übergreifende Kapazitäten für verschiedene Systembereiche zu implementieren. Dann sprechen wir über die Vorteile über Mesh Twin Learning. Der erste Vorteil, den wir sehen, ist Interoperabilität. Schauen wir uns das aus folgender Perspektive aus. Bei den meisten Projekten handelt es sich um die Digitalisierung bereits existierender Prozesse und physischer Gerätschaften. Ältere Maschinen haben oft nicht die IoT-Sensoren und benötigen Retrofitting, während neue Maschinen bereits mit IoT-Sensoren bestätigt sind. Das Problem ist, dass diese Sensoren verschiedene Kommunikationsstandards benutzen, Daten verschieden strukturiert versenden und in verschiedenen Weisen konfiguriert auch sind. Wenn Digitalisierungsprojekte mehrerer Werke umspannen, wird dieses Problem zuweilen schwer zu lösen. Mesh Twin Learning verfügt über dedizierte Edge-Geräte als Konnektoren zwischen bestimmten Maschinen und allgemeinen Daten und haben eine Machine Learning Depot in der Cloud. Jedes Edge-Gerät sammelt die Daten aus der Maschine, inklusive deren Sensoren und verschickt Anweisungen für die Maschine. Die von Edge-Geräten gesammelten Daten werden zur zentralen Datensammelstelle in der Cloud verschickt, wo sie zum allgemeinen Standard verwandelt werden, bevor sie analysiert, visualisiert und an Machine Learning Modelle gefüttert werden. Der zweite Vorteil, verbesserte Leistungskontrolle, bessere generell auch Leistungskontrolle. Das zentrale Dashboard unterstützt nicht nur die Entscheidungsfindung, sondern erleichtert auch Leistungskontrolle im gesamten Unternehmen. Die Dashboards, die implementiert auch können, zeigen KPIs
der Abläufe an und der Leistung der Geräte, wodurch die Engpässe oder potenzielle Mängel erkannt werden können, bevor sie ernst ausfallen werden und so Verlusten führen. Der nächste Vorteil ist eine schnellere und bessere Entscheidungen. Die zentrale Sammelstelle, die mit den Daten aus den Edge-Devices gespeist wird, erlaubt die Gestaltung von Dashboards durch die im gesamten Unternehmen in Echtzeit auf Anlagen und Abläufe zugegriffen werden kann. Ein solches zentrales, nennen wir es Kommandozentrum, erlaubt es Managern und Entscheidungsträgern, sich weniger auf ihr Bauchgefühl verlassen zu müssen. Für jede Entscheidung liegen die benötigten Daten zur rechten Zeit vor. Man muss sie nur analysieren und man kann die Entscheidungen treffen. Nächster Vorteil, selbstoptimierende Fabriken. Eins der Hauptelemente von Machine Learning ist Machine Learning. Genauer gesagt, der Wettbewerb zwischen Machine Learning Modellen. Die Cloud-Komponente von Machine Learning beinhaltet einen Machine Learning Engine mit vielen Modellen, die mit Daten von Edge-Geräten bespeist werden. Dieser Engine ist so konzipiert, dass jedes Modell kontinuierlich die bestmögliche Leistung gibt, für jeden Ablauf oder jedes Gerät, für es zuständig ist. Modelle, die dieselbe Aufgabe haben, zum Beispiel die Qualitätsverbesserung von Phosphor in einem Werk, das LED-Leuchten herstellt, werden mit Daten aus verschiedenen physischen Geräten gefüttert. Das bedeutet, dass jedes Modell sich an Veränderungen im Ablauf anpasst. Erst werden Modelle in der realen Umgebung geschult und dann in einer digitalen Replika getestet. Models werden angewandt in Abläufen im virtuellen Simulationsengine und deren Ergebnisse werden danach verglichen. Diejenigen, die die besten Ergebnisse zeigen, werden automatisch an Edge Devices ausgeteilt, wo sie dann in realen Ablauf angewandt werden. Okay. Nächster Vorteil, Leistungsmaximierung für schnellere Innovation. Mit dem Zugang zu Daten aus dem gesamten Unternehmen haben Mitarbeiter die Möglichkeit, neue Muster zu erkennen. Abhängigkeiten zwischen Abläufen zu verstehen und Einblicke zu gewinnen, um weitere Leistungsverbesserungen anzutreiben. In einem Fabriknetzwerk, welches mit Machine Learning läuft, kann die Kapazitätsnutzung aller Fabriken überwacht werden und Abläufe im gesamten Netzwerk standardisiert werden. So werden Abfälle und Zykluszeiten minimiert. Des Weiteren testen bereits im zentralen Machine Learning Engine eingesetzte Machine Learning Modelle kontinuierlich neue Variablen zur Leistungsverbesserung. Was ist wichtig? Das geschieht 24 Stunden am Tag in einem Tempo, das durch Menschenhand nicht zu erreichen ist. Machine Learning erlaubt ebenfalls das Testen der Modelle in Simulationsengine, bevor sie im physischen Ablauf angewandt werden. Auf diese Art werden Ergebnisse viel schneller geliefert, denn die einzige Begrenzung ist die Rechenleistung, die in der Cloud sowieso beinahe unbegrenzbar ist. Die Simulation Engine ist auch der Ort, in dem das Data Science Team neue Konzepte blitzschnell testen kann, ohne irgendwelche Auswirkungen auf eigentliche Abläufe zu haben. Nächster Vorteil, der letzte, dessen wir sehen, einfacheres Änderungsmanagement. Die Einführung von Änderungen nimmt stets Zeit in Anspruch.
im Rahmen von digitalen Fabriken hilft Machine Learning unter anderem bei der Konfiguration von Edge Devices und Parameteränderungen für die Geschäftsprozesse wie Geschäftsregeln und Alarmschwellen. Auch Machine Learning-Modelle von Gerätschaften werden geändert. Und diese komplexe Umgebung ist sehr anfällig für menschliches Versagen. Mit Machine Learning haben Sie aber eine zentrale Sammelstelle von Konfigurationen für Edge-Devices, für Geschäftsregel-Engines und Machine Learning-Modelle. Solch eine zentrale Sammelstelle, nennen wir es Repository, umfasst ein Verzeichnis aller physischen Anlagen und Änderungen werden genau dann und dort angewandt, wo sie benötigt werden. Das bedeutet, dass eine neue Version eines Machine Learning Modells oder Edge Device Konfiguration in Minuten implementiert werden kann, anstatt in Tagen. Ich denke und ich hoffe, dass alles klingt schön und gut, aber wie können wir mit Mesh Twin Learning anfangen? Das ist auch sehr oft eine Frage von Kunden, die wir stellen und die ich beantworten will. Hier ein Überblick, wie Mesh Twin Learning angewandt werden kann. Als erstes, im ersten Schritt, dessen Sie sehen, untersuchen wir die Infrastruktur des Unternehmens und definieren, welche Gerätschaften benutzt werden. Welche Daten und Modelle genutzt werden können, hängen stark von der Ausgangslage ab. Im zweiten Schritt dann identifizieren wir einfache Ziele. Wir nennen es Long-Hanging Fruits, um das Konzept als erstes umzusetzen. Bei dieser Implementierung wird geprüft, ob alles so funktioniert wie geplant. Anschließend für drei Produktionslinien zum Beispiel wird für drei Produktionslinien Machine Learning eingebaut, um skalierbare Ergebnisse zu erzielen und im Anschluss auf größerer Ebene zu experimentieren. Als nächstes können diese Rahmenbedingungen anderswo angewandt werden und man kann es weiter skalieren und das ist der vierte Schritt. Ein typisches Projekt sieht folgendermaßen aus. Allgemein schätzen wir den Zeitaufwand auf etwa 100 Arbeitstage. Ein großer Teil der Zeit wird durch Genehmigungen und Zugänge etwa zur Fabrik oder der Netzwerkkonnektivität in Anspruch genommen. Für unsere Data Exploration Workshop, so nennen wir so einen Workshop mit dem Kunden, brauchen wir eine Datenprobe, so einen Data Sample. In den meisten Fällen nehmen wir diese Probe vor dem Workshop, um zu analysieren, ob sie zum Beispiel brauchbar ist und so weiter. Im Workshop präsentieren wir dann 5, maximum 6 Cases, zum Beispiel Reduktion des Energieverbrauchs, Beschleunigung des Fertigungsprozesses, Qualitätsverbesserung, je nach den natürlich Kundenbedürfnissen. Es ist durchaus möglich, dass nicht alle Optimierungen gleichzeitig möglich sind. Also priorisieren wir und implementieren eine nach den anderen nach einem Gespräch mit Ihnen als das Unternehmen. Nach dem Workshop wird ein MVP, Minimum Viable Product, vorgeschlagen. Das ist circa about 6-wöchiger Wirksamkeitsnachweis, Konzeptnachweis. Wir verpflichten uns zu dem Zeitpunkt einen Mehrwert zu schaffen, zum Beispiel einen Algorithmus, der den Fertigungsprozess um 2% beschleunigt. Dann werden die Ergebnisse ausgewertet und falls sie zufriedenstellend sind, wir gehen über in die Produktionsphase. Der Zeitaufwand hierfür hängt von der Komplexität natürlich des Produktionsvorganges ab. Wenn etwa die Fertigung stark automatisiert ist, brauchen wir ein paar Wochen. Auch hier ein ziemlich wichtiger Punkt für die Produktion von Produkten, bei der wenig Automatisierung vorhanden ist
unterstützen wir den Augmented Operator, das ist eine mobile App, die den Maschinenbetreibern Anweisungen gibt. So sieht ein typisches Projekt bei uns. Jetzt will ich zwei Case Studies Ihnen zeigen, die unser Data Science Team realisiert hat. Das erste Projekt, welches ich heute anspreche, ist für die Automobilindustrie. Unser Data Scientist hat Machine Learning für die Chassis-Montage verschiedener Automodelle auf derselben Linie gestaltet und natürlich auch implementiert. Das erste Ziel war die Optimierung des Stromverbrauchs. Dieser wurde erreicht, denn der Stromverbrauch wurde um 4% reduziert. Anschließend wurden Qualität und Abfälle optimiert. Der Grund für die Zieldifferenzierung war, dass für die Herstellung von Luxusautos die Produktion auf Qualität ausgerichtet ist. Andererseits kann bei der Herstellung des Chassis auch darauf geachtet werden, dass die Kosten möglichst niedrig gehalten werden. Reduzierung der Abfälle des Stromverbrauchs oder der CO2-Fußabdrucks. Natürlich können Ziele auch kombiniert werden. Die einzige Voraussetzung ist, dass Ziele messbar sind und von den Parametern der Produktionslinie abhängen. Dieser Projekt war ein Erfolg und die Lösung wurde bei dem Kunden permanent umgesetzt. Ich habe auch einen zweiten Case Study, vielleicht nicht eine berühmte Branche, aber ein sehr guter Beispiel und ein sehr guter Case Study. Beim zweiten Projekt handelt es sich um eine Kartoffelplantation. Je nach geplanten Nutzen können Kartoffeln derselben Abart nach Gewicht, Volumen oder Länge optimiert werden. In einem großen Kartoffelfeld variieren die Bedingungen zwischen den verschiedenen Reihen und Sektoren. Dabei geht es um Bodenfeuchtigkeit, Mineralhaltigkeit, Härte, Unkrautverbreitung und viel mehr. In diesem Projekt war es die Aufgabe unseres Data Scientists, die richtigen IoT-Geräte auszuwählen, um die Messungen vorzunehmen und sie mittels Machine Learning in der Düngerverteilung anzuwenden. Ein selbstfahrender Traktor mischte dann den Dünger so, dass er genau für die Reihen und Sektoren des Feldes optimiert war. Die Optimierungen wurden auf Basis von Gewicht, Volumen und Länge vorgenommen und dank unserem Data Scientist Team, das wurde auch bei den Kunden implementiert. So, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, mein Vortrag hat Ihnen einen Nutzen gebracht. Ich freue mich auf Ihre Fragen, Kommentare und Anregungen. Danke. Ja, vielen Dank, Herr Ronkowski. Damit würde ich gerne zur Fragen- und Antwortenrunde kommen. Schauen wir mal in den Chat rein, was denn so aufgelaufen ist.